jetzt habe ich aber ja, vielleicht ein Problem mit der Stabilität und da kann man dann Knotenbleche noch daran setzen. Ja? Und zwar kann ich ein Knotenblech hier so dran machen, deswegen habe ich das nämlich jetzt so ein bisschen versetzt drauf gemacht auf diese Platte. Ja, hier so ein Knotenblech drauf, in der Mitte von dem Vierkantrohr. Ja? Oder man kann natürlich auch das natürlich dann viermal. Und man kann das natürlich auch so hier dran setzen, das dann auch wieder viermal an den Ecken von dem Vierkantrohr. Ja, da liegt jetzt auch dran, wie groß ist die Platte oder so. Ja, also man kann auch dann die nicht rechtwinklig machen, sondern so ein bisschen schräger auslaufen lassen. Das ist ganz unterschiedlich, wie es gerade am besten passt. Ja. Das hefte ich jetzt einfach hier so an. Sollte man natürlich ein bisschen ausrichten. Ich stelle das mal so dahin. Hefte das unten erstmal an, das ist bequemer. So. Einmal da. Und einmal hier oben. Das sollte natürlich dann schon eben gemessen werden, dass es in der Mitte sitzt. Ja, das mache ich jetzt nicht. Darauf kommt es jetzt ja auch nicht drauf an. Schlacke eben runter. So, und dann habe ich das ja hier unten ausgespart. Und das ist ganz wichtig. Ich darf nicht bis in die Ecke hier diese beiden Nähte, also die Naht, diese Kehlnähte hier und diese Kehlnaht hier, die dürfen sich nicht treffen. Ja, also das muss auf jeden Fall davon getrennt sein. Ja, also nicht bis in die Ecke hereingeschweißt werden. Und deswegen ist diese Ausklinkung hier. Ne? So, und jetzt kann ich hier nochmal einmal heften. Kann das natürlich nochmal ein bisschen ausrichten, aber das mache ich jetzt nicht. Einfach hier mal eben heften, da. Und jetzt habe ich das fest und jetzt verschweiße ich den ganzen Kram. Ja, ja, die 110 Ampere kann ich lassen, das passt. Schlacke runter. Spritzer weg. Und schweiße die gegenüberliegende Seite als erstes mal wieder. Schlacke weg. Und dann schweiße ich jetzt hier diese Naht. Langer Lichtbogen zu Anfang, um diese Ecke herum geschweißt, extra nochmal eben stehen geblieben, lege ich die Elektrode hier wieder an. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Weil jetzt natürlich hier diese spitze Kante kommt, die ganz leichter wegschmilzt. Aber ich habe da ja geheftet und die Heftstelle nimmt dann schon wieder ein bisschen Wärme weg. Ja, das Ganze umgedreht. Ich habe hier um diese Ecke innen nochmal rumgeschweißt, deswegen auch ein bisschen weiter ausgeklinkt. Schlacke eben runter. So, und dann lege ich das mir hin. Ich mache mir das so bequem wie möglich, das Ganze. Mal gucken, passt das hier so? Das können wir so machen. Ja, und dann schweiße ich jetzt hier. Ja, die Hälfte komme ich natürlich nicht mit aus, aber trotzdem fange ich damit an. Um diese Ecke herum da. Und dann hier geschweißt. Macht euch das Schweißen immer so bequem wie möglich. Also hier ist die horizontale Position. Natürlich die einfachste Position. Ja, Wannenposition ist ein bisschen schwierig, das hier so hinzustellen. Wäre noch einfacher. Aber diese horizontale Position ist wirklich gut und darum habe ich da jetzt einfach dieses Blech da drunter gestellt. Ja. Kommt nicht ganz dann so passend hin, wenn es gerade ist, aber das ist kein Problem. Schlacke runter und weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das läuft super mit dem Schweißgerät. Wie gesagt, diese Aussetzer, die haben mich sehr geärgert beim letzten Mal. So, dann drehen wir das Ganze um und schweißen hier nochmal. Jetzt habe ich nicht so viel, da kann ich irgendwas so, den Pickhammer drunter legen. Ja, das ist schon hoch genug. Aber die Schlacke eben abklopfen. Drehe das natürlich wieder so für euch, dass ihr das sehen könnt. Und ich lege trotzdem ein bisschen was drunter hier, damit ich das höher liegen habe. Ja, so passt's. Und dann schweiße ich hier auch noch eine Naht.
um diese Ecke herum angefangen. Ja, die Schlacke ist raus da, das ist gut. Dass ich wirklich auf der anderen Seite auch mit verbunden habe. Ja, und dann geht es hier vorwärts. So, die Elektrode liegt wieder leicht an. Das ist bei der ersten Lage von der Kehlnaht natürlich super, dass man die Elektrode anlegen kann. So, jetzt wieder aufpassen hier. Ja, es geht ganz knapp noch, aber es passt nicht ganz. Da ist noch ein kleines Löchli, da muss ich schnell nachsetzen. Die Schlacke nochmal eben abklopfen da. Da muss ich nochmal nachschweißen. Vorsicht, so, da ist noch ein Schlackeloch. Seht ihr da? Da war die Elektrode zu früh zu Ende und deswegen ist da ein Schlackeloch entstanden. Da muss ich eigentlich, kann ich rausschleifen oder ich gucke jetzt mal, ob ich es so rausgespült bekomme. Ja, ist raus. Alles gut. Ja, das wäre diese eine Sache mit dem Knotenblech. Schlacke eben abklopfen. Hier auch. Und hier merke ich schon, diese 110 Ampere, die Schlacke geht nicht mehr ganz so gut ab. Dann klebt sie ein bisschen fest und das liegt daran, dass ich jetzt hier ein bisschen vielleicht schon zu viel Strom gehabt habe, die Amperezahl zu hoch hatte. Mit 100 Ampere wäre jetzt hier die Schlacke viel leichter abzubekommen. Sie klebt richtig fest, das ist natürlich nicht ganz so gut. Kriegen wir aber ab. So, und das ist natürlich das Ideale mit diesem Schirm, ja, der dann wirklich uns da diese Mistschutzbrille erleichtert, ja, denn ich habe eine Brille auf und eine Schutzbrille ist dann immer ein bisschen problematisch. So, so sollte das dann aussehen, ja, dass dann, also es ist wirklich super, rundherum alles verschweißt ist, um diese Ecke herum, da vorne herum, ja, und dann könnte man jetzt auch genau das nochmal, im Prinzip ist das genau das Gleiche, jetzt hier nochmal draufsetzen. Ich werde das jetzt mal kurz nur so an einer Seite machen, damit, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie da. Hefte das nochmal fest. Ja, guck, da ist die ganze Schlacke drunter. Zündet nicht. Dann müssen wir ihn sauber machen. Habt ihr das Knistern gehört? Immer da, wo man schweißt, muss vernünftiger Kontakt da sein. So, und dann hier jetzt wieder heften. Guck, direkt geht's vernünftig. Da einmal heften. Und natürlich hier einmal heften. Ich mache es wieder von der Seite, damit ihr es sehen könnt. So. Ja, und jetzt würde ich jetzt hier genauso alles wieder verschweißen. Und dann wieder hier aus, ganz in dieser Ecke anfangen. Verschweißen, eben stehen bleiben. Und dann geht es hier genauso wie bei der ersten Sache, die ich mit dem Knotenblech geschweißt habe, geht es dann hier wieder weiter. So, und diese Knotenbleche dienen ja wirklich jetzt als Verstärkung, Versteifung, ja, für so eine Stütze ums Eck herum geschweißt. So, jetzt schauen wir mal, ob die Schlacke besser abgeht, eben abkühlen lassen. Ihr könnt jetzt hier schon sehen, die 10 Ampere, die haben es genau ausgemacht, dass die Schlacke hier schon so hoch geht, ja, und so abgeht. Ja, das ist einfach zu viel Strom gewesen. Nicht viel, zu viel, aber super geht die Schlacke ab. Und so sollte das auch wirklich sein. So, und jetzt schaut mal, wie das Ganze dann auszusehen hat. Hier nochmal eben die Schlacke runter. Hier geht sie auch viel besser ab. Kann ich so abklopfen. Ich drehe es mal um, damit ihr das besser sehen könnt. Die fiel mir so entgegen. Ja. So, seht ihr, was ich da rumgepickt habe und hier das Top abfällt quasi schon. Ja, jetzt schweiße ich die andere Seite nicht mehr, es ist im Prinzip genau das gleiche wie da. Ja, und so sollte das aussehen. Spritze alle wieder abgemacht, damit für Verzinken und so natürlich passend ist. Und wie gesagt, so ein Schweißspritzer ist ein Schweißnahtfeder. Ja, also das wäre jetzt diese Stütze schweißen mit den Knotenblechen da dran, einmal mittig drauf, einmal auf den Ecken.
Ja, also so würde so eine vernünftige, stabile Verbindung dann aussehen.